Der brave Soldat Schweg war inzwischen in eine Unterredung mit der Ordonnanz aus der Kaserne verstrickt. Der Soldat hatte dem Oberleutnant einige Schriftstücke zur Unterschrift gebracht und wartete jetzt. Schweg bewirtete ihn mit Kaffee und sie sprachen davon, dass Österreich den Krieg verlieren werde. Sie führten dieses Gespräch, als handelte es sich um die natürlichste Sache der Welt. Es war eine unendliche Reihe von Aussprüchen, deren jeder sicherlich bei Gericht als Hochverrat definiert worden wäre und beide an den Galgen gebracht hätte. »Seine Majestät, der Kaiser, muss davon ganz blöd sein«, erklärte Schweg. »Na ja, er war ja nie gescheit, aber dieser Krieg gibt ihm den Rest.« »Nein, du, der ist blöd«, erklärte der Soldat aus der Kaserne mit Bestimmtheit. »Der ist ganz blöd. Der weiß vielleicht gar nicht, dass Krieg ist. Kann doch sein, dass sie sich geschämt haben, ihm's zu sagen.« »Ach, wenn nur schon Schluss wäre«, seufzte der Soldat aus der Kaserne, »und sie uns verdreschen möchten, damit Österreich schon einmal Ruhe hat.« Und sie fuhren beide fort in dem Gespräch, bis Schweg schließlich Österreich mit den Worten endgültig erledigte: »So eine blöde Monarchie soll's gar nicht auf der Welt geben.« Wozu der andere, um diesen Ausspruch gewissermaßen in praktischer Hinsicht zu ergänzen, hinzufügte: »Also das sag ich dir, wenn ich an die Front komm, verduft ich ihnen.« Er hätte gewiss noch manches Interessante und Lehrreiche gesagt, wenn ihr Gespräch nicht durch die Rückkehr Oberleutnant Lukaschs unterbrochen worden wäre. Mit einem fürchterlichen, niederschmetternden Blick auf Schweg unterschrieb er die Schriftstücke und während er den Soldaten entließ, winkte er Schweg, ihm ins Zimmer zu folgen. Die Augen des Oberleutnants schossen fürchterliche Blitze. Er setzte sich auf einen Stuhl und überlegte auf Schweg blickend, wann und wie er mit dem Massaker beginnen sollte. »Zuerst gebe ich ihm ein paar übers Maul«, dachte der Oberleutnant. »Dann zerschlage ich ihm die Nase und reiße ihm die Ohren ab. Das Weitere wird sich schon finden.« Und ihm gegenüber blickten aufrichtig und gutherzig die beiden unschuldigen Augen Schwegs, der die Stille vor dem Sturm mit den Worten zu unterbrechen wagte: »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, die Katze ist verreckt. Sie hat die Schachtel Schuhcreme aufgefressen und hat sich unterstanden zu krepieren. Ich hab sie in den Keller geworfen, aber in den von nebenan. So eine brave und hübsche Angora-Katze werden Sie nicht mehr finden.« »Was soll ich nur mit ihm machen?« fuhr es dem Oberleutnant durch den Kopf. »Er hat ja um Christi Willen so einen blöden Ausdruck.« Und die gutherzigen, unschuldigen Augen Schwegs erstrahlten unerschütterlich in Weichheit und Sanftmut, zu der sich der Ausdruck eines völligen seelischen Gleichgewichts gesellte, als wäre alles in Ordnung und nichts geschehen und als ob es, auch wenn etwas geschehen wäre, doch nur in Ordnung sei, dass überhaupt etwas geschah. Oberleutnant Lukas sprang auf, versetzte aber Schweg keinen Schlag, wie er ursprünglich beabsichtigt hatte. Er fuchtelte ihm mit der Faust vor der Nase herum und brüllte: »Sie haben den Hund gestohlen, Schweg!« »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass ich von keinem solchen Fall während der letzten Zeit weiß. Und ich bin so frei, Herr Oberleutnant, zu bemerken, dass Sie mit Max nachmittags spazieren gegangen sind, so dass ich ihn gar nicht hab stehlen können. Aber mir war's gleich auffallend, wie Sie ohne Hund gekommen sind, dass wahrscheinlich da was geschehen sein muss. Na ja, sowas nennt man Situation. In der Brennettelgasse ist ein gewisser Taschner Kunesch, und der hat auch nicht mit dem Hund spazieren gehen können, ohne dass er ihn verloren hätte. Gewöhnlich hat er ihn irgendwo im Wirtshaus gelassen, oder jemand hat ihn gestohlen, oder jemand hat sich ihn ausgeborgt und nicht zurückgegeben. Schweg, Rittvieh, Himmellautern, halten Sie's Maul! Entweder Sie sind ein so raffinierter Nichtsnutz, oder Sie sind ein Kamel, ein ungeschickter Idiot. Sie sind nichts als Beispiele. Aber ich sag Ihnen, mit mir spielen Sie sich nicht. Woher haben Sie diesen Hund gebracht? Wie sind Sie zu ihm gekommen? Wissen Sie, dass er unserem Herrn Oberst gehört, der sich ihn wiedergenommen hat, wie wir einander zufällig begegnet sind? Wissen Sie, dass das einen schrecklichen Skandal geben wird? Also sagen Sie die Wahrheit. Haben Sie ihn gestohlen oder nicht?« »Welcher Gehorsamst, Herr Oberleutnant? Ich habe ihn nicht gestohlen.«
Na, haben Sie davon gewusst, dass es ein gestohlener Hund ist? Meine Gehorsamst, Herr Oberleutnant. Jawohl, ich habe gewusst, dass der Hund gestohlen ist. Schweig! Jesus Maria, Himmel, Herrgott, ich erschieße Sie. Sie Vieh, Sie Rind, Sie Ochs, Sie Idiotzi. Sagen Sie, sind Sie so blöd? Meine Gehorsamst, jawohl, ich bin so blöd, Herr Oberleutnant. Ja, warum haben Sie mir denn einen gestohlenen Hund gebracht? Warum haben Sie mir diese Bestie in die Wohnung gesetzt? Nur damit ich Ihnen eine Freude mache, Herr Oberleutnant. Und Schwegs Augen schauten gutmütig und sanft dem Oberleutnant ins Gesicht, der sich setzte und seufzte. Warum straft mich Gott mit solchem Rindvieh? Am Morgen war dem Oberleutnant zumute wie nach einer durchzechten Nacht. Ein ungewöhnlicher, schwerer, seelischer Alb lastete auf ihm. Er wurde von einem Pochen an der Tür geweckt. Das gutmütige Gesicht Schwegs zeigte sich. Schweg fragte, wann er den Herrn Oberleutnant wecken solle. Der Oberleutnant stöhnte im Bett. Hinaus, du Rindvieh! Ach, das ist ja schrecklich. Als Schweg dem Oberleutnant Lukas nach dieser ungewöhnlichen Nacht das Frühstück brachte, war der Oberleutnant von der neuen Frage Schwegs überrascht. Meldige Gehorsamst, Herr Oberleutnant, möchten Sie nicht wünschen, dass ich Ihnen einen anderen Hund verschaffe? Ach, wissen Sie, Schweg, dass ich Lust hätte, Sie vors Feldgericht zu schicken? Sagte der Oberleutnant mit einem Seufzer. Aber man würde Sie ja freisprechen, denn etwas so kolossal Dummes hat man seinen Lebtag nicht gesehen. Schauen Sie sich im Spiegel an, Schweg. Ist Ihnen nicht schlecht vor Ihrem blöden Ausdruck? Na, sagen Sie, Schweg, gefallen Sie sich? Meine Gehorsamste, Oberleutnant, nein, nein, ich gefall mir nicht. Ich bin in diesem Spiegel ganz schief oder sowas. Da haben Sie auch mal beim Chinesen Stanek so einen bauchigen Spiegel gehabt. Und wenn sich da jemand hineingeschaut hat, hat er geglaubt, er muss kotzen. Ja, das Maul war so und der Kopf wie ein Geschirrschaff und der Bauch wie von einem besoffenen Kanonier. Also eine feine Nummer. Der Oberleutnant wendete sich ab, seufzte und spuckte aus. In der Tür zeigte sich nochmal Schwegs Kopf. Man melde Gehorsamst, Herr Oberleutnant. Man ist hier aus der Kaserne um Sie. Sie sollen augenblicklich zum Oberst kommen. Die Ordonnanz ist da. Und vertraulich fügte er hinzu, vielleicht wird's wegen dem Hunderl sein. Der Oberst, Ritter Kraus von Zillergut, saß äußerst mürrisch in einem Fauteuil, als der Oberleutnant seine Kanzlei betrat. Vor 2 Jahren, Herr Oberleutnant, sagte der Oberst, haben Sie sich gewünscht, nach Budweis zum 91. Regiment versetzt zu werden. Na, wissen Sie, wo Budweis liegt? An der Moldau. An der Moldau. Es mündet dort die Eger oder sowas ähnliches. Die Stadt ist groß, sozusagen freundlich. Und wenn ich nicht irre, hat sie einen Quai. Wissen Sie, was ein Quai ist? Seine Mauer. Eine Mauer, die über dem Wasser erbaut ist, jawohl. Naja, im Übrigen gehört das nicht hierher. Wir haben einmal dort Manöver abgehalten. Der Oberst verstummte. Und während er ins Tintenfass blickte, ging er schnell zu einem anderen Thema über. Sieh, mein Hunderl hat sich bei Ihnen den Magen verdorben. Der will nichts mehr fressen. Ah, doch, schau her. Im Tintenfass ist eine Fliege. Also, das ist ja merkwürdig, dass auch im Winter Fliegen ins Tintenfass fallen. Ist das eine Unordnung? Naja, also Herr Oberleutnant, ich habe lange nachgedacht, was ich Ihnen eigentlich antun soll, damit sich sowas nicht wiederholen kann. Und ich habe mich erinnert, dass Sie sich gewünscht haben, zum 91. Regiment versetzt zu werden. Das Oberkommando hat uns neulich mitgeteilt, dass beim 91. Regiment ein großer Mangel an Offizieren herrscht, weil die Serben alle erschlagen haben. Ich verbürge mich mit Ihnen mit meinem Ehrenwort, dass Sie binnen 3 Tagen beim 91. Regiment in Budweis sein werden, wo man ein Marschbataillon formiert. Und damit war das angenehme Gespräch beendet und dem Oberleutnant war bedeutend leichter zumute, als er die Kanzlei verließ.
Als er nach Hause kam, sagte er zu Schweg bedeutungsvoll: Wissen Sie, was ein Marschbataillon ist, Schweg? Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant. Ein Marschbataillon ist ein Marschbadjak. Also, Schweg, sagte der Oberleutnant mit feierlicher Stimme, ich teile Ihnen mit, dass Sie mit mir mit dem Marschbadjak abgehen werden, wenn Ihnen diese Abkürzung lieber ist. Aber glauben Sie nicht, dass Sie an der Front solche Blödheiten anstellen werden wie hier. Na, sind Sie froh? Milde gehorsamste Oberleutnant, dass ich sehr froh bin, entgegnete der brave Soldat Schweg. Das wird was Wunderbares sein, wenn wir beide zusammen für seine Majestät den Kaiser und seine Familie fallen werden.